Unsere Produktionsstraße wurde um eins erweitert. Mhm. Auch eine Kartoffel reingeschmissen. Mhm. Und jetzt gehe ich Kartoffelpuffer machen. Okay. Kartoffelpuffer. Zweimal Kartoffelpuffer. Ich sehe jetzt schon das Haus brennen. Was? Warum mach ich nochmal Öl? Denn hier da kochen, essen da. Eis, Sonnenblumenkerne und Sonnenblumen. Okay. Irgendwo haben wir hier doch Mais, oder? Ja, da. Ja, so ein kräftiger Schluck, ne? Ja. Sonnenblumen und was ist das andere? Rotkohl. Ja. Reis haben wir noch nicht, ne? Na doch, aber wir haben noch keine Mühle. Da wollte ich jetzt morgen zu Robin und das von ihr machen lassen. Mhm. Wenn wir das Nötige dafür haben. Mhm. Oh, da ist schon wieder was fertig. Was ist das hier eigentlich? Das sind Ölpressen. Oh. Die sind da gerade ganz so fleißig. Und verrichten gut ihre Arbeit. Okay. Da hat mein Mann sich schon ins Bett gekuschelt. Ich will es ja nicht. Ja, ich darf das. Okay. Stufe 7. Ey, ist keine Effektivität. Haken. Oh, Webstuhl. Wer hätte es gedacht? Ich bin doch ein Farmer. Für die Mühle brauchen wir Steinholz. Ach ja, genau. Und die vier Tuch. Bischof bei Brief. Hallo Dante, ich würde gerne meinen Ehemann mit einem Geschenk überraschen. Er ist ein großer Fan von Lauch. Könntest du mir einen bringen, Oma Evelyn? Na klar, Lauch haben wir. Der Ehemann ist ein Lauch. Okay, das ist Frühlingszwiebel. In der Meinung, wir haben Lauch. Ach, hier. Das ist das weiße Zeug. Müll unten. Genau. Also, ich brauche Steine. 50 Stück. Check. Holz. 150. Check. Und die vier Tücher. Geh mal an deine Kiste, Schatz. Ja, ja. Kümmere mich um die Tiere. Das kann ich auch noch schnell machen. Oh. Robin ist ja eh noch nicht da. Wächst. Die ersten Bohnen sind fertig. Nee, nicht die ersten. Nee, hast du schon welche? Ja. Okay. Na. Da würdest du mal hier, danke. Oh, da haben wir ein paar Böhnchen. Und ihr wisst ja, jedes Böhnchen gibt ein Böhnchen. Na, ihr vier. Hey,
Sieht super aus. Dick, fett und kugelrund. Aha. Die Beleidigung, ey. Nein, für Kühe und so ist das keine Beleidigung. Das ist eine Tatsache. Weil dann sind sie gesund. Halt, Tür aufmachen. Gehen wir mal zu Oma. Ist Oma im Haus. Nö, ich bin hier unten noch. Oh, danke dir recht herzlich. Dieser Lauch sieht lecker aus. Jock wird so glücklich sein. Er liebt es, wenn ich Eier mit Lauch zum Frühstück mache. Das kann man jetzt auch falsch verstehen. Lauch des Todes. Das gab 500. Robin! Auf Gebäude! Nein, nein. Puppen, Mühle! Ein mögliches Weizen, Rüben und Reis zu mahlen. Wenn wir das gute Stück denn hin. Ist jetzt nicht gerade sehr groß. Hab's doch bei Dings mit zur Steinfabrik davor. Davor? Ich hätte es jetzt daneben gestellt. Nee, davor. So? Ja. So? Nee, das ist erst einfach, genau. Okay. Okay, ich werde morgen früh damit anfangen, an deinem neuen Hof Mühle zu arbeiten. Bitte, danke, weitermachen. Und jetzt wachsen hier an den Büschen überall Lachsbären. Mhm. Weiß ich. Hier schon eingesammelt ein paar. Kannst mal gucken, schauen, wie ich mitdenken kann. Du Bärchen, du. Meine Kisten sind immer alle voll. Ja, ich weiß, aber es gibt halt leider keine großen Kisten. Na, die möchte ich auch noch. Danke. Nö, leer. Ist leer? Ja. Mhm. Kann man eigentlich auch Heu noch woanders sammeln? Keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Mal gucken. Nein, das waren die falschen. Die kommen da rein. Tschu. Das Öl ist fertig. Das heißt, es gibt wieder zwei Kartoffelpuffer. Was ist denn? Das ist dann da, wo du zu diesem Frühjahrstanz oder was die da machen gehen. Aha.
Oh. Mal gucken, was das bringt. Was ist das denn für eine Hütte? Die Huthütte. Gute alte Kappe. Ach was. Wassermelonenband. Blaue Mütze. Ja, der hat Matrosenhut. Kann man das jemanden aufsetzen? So ein Tier? Ich glaube nicht. Ach, schade. Hätte ich Günther gemacht, draufgesetzt. Ein bisschen Saat machen. Also im Saat machen macht mir keiner so schnell was vor. Mit dem Zwiebel. Das war ja wohl klar. Ja, ne? Passt doch aber auch. Hätte sonst kein anderer verdient. Oh, hier wächst und gedeiht im Gewächshaus. So wie sich das hier hört. Nee, ich gucke gerade wegen Heu und sammle nebenbei Gebären ein. Aber... Ne. So viel ist nicht los, ne? Nee, also ich finde nicht dieses Gras dafür. Dann wächst das vielleicht nur bei uns auf dem Hof. Also so, dass du es abernten kannst. Mhm. Ey, ich wüsste jetzt auch nicht, dass ich das Zeug irgendwo anders gesehen habe. Willi, echt? Hör meiner Reuse am Angeln. Das ist Willi. Saat machen, das war manchmal auch ganz schön langwierig. Okay. Man könnte dann natürlich noch einen Schuppen bauen und die ganzen Fertigungssachen dann in den Schuppen reintun. Dann hätten wir wieder Platz hier für Anpflanzung und so. Oh, machen wir. Lass sie erstmal die Mühle fertig machen. Muss nur gucken, wie teuer. Damit ich dann eventuell Holz so schnell hacken kann. Also der Schuppen 1, den wir jetzt erstmal brauchen, kostet 15.000 und 300 Holz. Müssten wir eigentlich haben. 300 Holz. Morgen kriege ich erstmal eine Axt wieder. Ich will halt nicht deine Bäume fällen, deswegen lasse ich das. Ich fäll immer nur die draußen stehen, aber die wachsen so langsam nach. So. Gucken wir doch mal, wie viel Holz wir haben. Die muss ja eh erst mit der Mühle fertig sein. 356 Holz haben wir. Boah, geschmorgen. Ja.
Oh, jetzt hab ich mich schon mal ins Bett gekuschelt. Oh, ist die faul. Oh. Ich bin nicht faul. Passiert doch schon wieder was. Irgendwie nur. Na, das bringt jetzt aber nicht viel, die Kartoffelpuffer. 143 nur. Ich hätte gedacht, das bringt ein bisschen mehr. Tja. Meine Axt ist fertig! Yay! Wetterbericht. Oh, morgen regnet's. Das heißt, morgen kann ich angeln gehen. Cool. Wo musste ich angeln? Am Fluss, ne? Welchen Fisch wolltest denn du? Aber ich weiß nicht, einer von den beiden kriegt man dann da. Supi. Warte, ich gucke. Fisch. Muss ich aber nochmal hier. Aquarium. Das ist der Katzenfisch. Hey, Henning ist ausgewachsen. Ist jetzt eine Ente. Enten sind cool. Hey, hier gibt es eindeutig viel zu viele Fische. Habe ich den jetzt überblättert? Ach, Welle. Na. Knipschnapp. Ah. Okay, müssen wir woanders gucken. Da, Gemeindezentrum. Ja. Also kann man. Die Welt. Gefunden in Fluss. Morgens bis Mitternacht, Frühling und Herbst. Nur bei Regen. Im Fluss also. Aha, okay. Oder im Wald da hinten, wo du immer die anderen, den hat das Hartholz herholst. Mhm. Und der Glasaugenfisch, was hier wohl der Zander sein soll, in Flüssen, Seen und im Waldteich im Herbst. Okay. Hast du dich schon um die Kühe zu gekümmert? Ja. Okay. Noch eine Kirsche. Süßkartoffel. Saft. Da ist die schon wieder am Mümmeln hier. Ja. Zwei Fässer müssen neu bestückt werden. Okay, was machen wir denn da rein? Ach komm, wir machen Kartoffeln da rein. Na, endlich gibt's den guten Stoff. Ja, es sind schon in zwei Fässern Kartoffeln. Ja, aber noch nicht fertig. Wie sieht's hier aus? Das dauert noch ein bisschen. Ich finde das toll, dass man sich um die nicht groß kümmern muss. Um wen? Um die Sachen, die im Gewächshaus sind. Achso. Hey, unser Apfelbaum ist gewachsen. Oh, das ist doch schon mal was. Dann werde ich mir mal meine Axt holen. Hol dir deine Axt, hast du dir verdient.
Ich habe irgendwie noch die erste Axt. Ja, aber dafür hast du ja deine Picke. Und meine Gießkanne.